Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Preview auf meinem Kanal. Heute mit der Partie Hertha BSC Berlin gegen RB Leipzig vom 32. Spieltag. An meiner Seite wie immer mit dabei der Armin. Ja, hallo. Und du darfst ja erfolgreich hier siegen, wahrscheinlich gegen mich, denn yeah. Ich habe Leipzig. Fünfter ist Hertha und 18. deutlich abgeschlagen ist RB Leipzig. Aber ich habe mir vorgenommen, heute mal wieder einen Sieg zu holen. Oh, die Fans haben eine Choreo vorbereitet. Die haben wir auf den ersten Blick gar nicht erkannt. Aber nee, aber die ist in jedem Stadion eigentlich gleich immer das Wappen. Ja. Sehr kreativ. Ja. Und da sehen wir schon mal, warum ich so 2 Punkte auswärts bisher aus 15 Spielen. Das ist schon bitter. Kann man das mal so machen, krass. Oder? Ja, und es geht jetzt weiter, ja? Nee. Also ich meine, jetzt ist er wieder auswärts, meine ich. Das ja, heißt, ich werde jetzt 3 Punkte holen. Die ersten 3 Punkte. Ja. Ich bin mir sehr unsicher. Ja, meine Aufstellung ist recht normal. Ich habe nur in der Mitte Stocker anstatt Duda, weil ich nicht weiß, wer Duda überhaupt einsetzen soll. Ansonsten links und Kalou und rechts Weiser von Ibisevic. Ja, alles üblich sonst. Keine Verletzten oder auch keine roten Karten bei mir. Sehr nice. I like. Ja, kannst du dich glücklich schätzen, denn bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ja gut. Ich musste hinten links verändern. Und zwar ist jetzt der Herr Schmitz drin. Außerdem Werner Selke natürlich vorne drin und Sabitzer hinten dahinter. Also typische Aufstellung von mir, kann man nicht sagen. Und ist eigentlich auch nicht viel verändert worden. Wir warten jetzt hier auf den Anpfiff. Und wenn es euch gefällt, das Video, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen hoch lassen. Und dann würde ich schon sagen, viel Spaß hier mit diesem Video. Ja. Wir geben unser Bestes und ich verliere hoffentlich nicht so krass hoch. Der Filmler gibt mir hoffentlich heute keine rote Karte. Also ich bin auf jeden Fall top vorbereitet. Ich habe gerade Bananen gegessen, ich bin fit. Ich kann heute was machen. Dann würde ich doch mal sagen, dass hier jetzt ein Schützentest wird vielleicht. Ja, mal gucken. Erstmal hier Safety reinbekommen. Schon lange nicht mehr gespielt. Wieder mal, aber Weiser. Hat hier nur Benno Schmitz als Gegenspieler und das geht eigentlich so, ne? Oh, da war schon Compair. Ja, Compair war da, aber da war auch schon direkt dahinter Ibisevic, der hier natürlich ganz gefährlicher Spieler ist. Und ich muss Forsberg, auf den muss man natürlich auch aufpassen auf deiner Seite, genauso wie Cater. Ich bin mir ehrlich gesagt, oh, Brooks, Junge. Was eine Ballannahme. Und da zieht er einfach mal ab, weil er denkt, komm, probieren wir das doch mal. Schade. Oh, böses Foul. Eigentlich. Aber gibt natürlich wieder nichts. Genau, was ich eigentlich noch sagen wollte, ich bin mir echt relativ unsicher, ob dein Sturm so funktioniert. Selke ist öfters mal bei mir so. Selke habe ich bislang erst in einem einzigen Spiel richtig einsetzen können, dass er funktioniert hat und einige Tore auch gemacht hat. Aber der war auch gut, ja. Ja, das ist richtig. Glaube ich, Doppelpack oder so. Genau, einen Doppelpack gemacht. Ich bin mir auch sicher, dass der kein schlechter Spieler ist, aber also in echt kommt er ja nicht so wirklich zum Einsatz. Ja. Aber er war ja auch, glaube ich, lang verletzt. Ja, der ist einfach jetzt, glaube ich, nicht mehr so ganz, hat zu viel Konkurrenz. Ja, Timo Werner hatte eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Und dann kommt er da nicht vorbei. Wäre mal lieber bei Bremen geblieben. Ah! Hand? Da ist schon wieder. Oh nein, das war du. Naja, bisher nicht. Ich komme hinten schon wieder nicht raus aus meiner Hälfte. Das ist kein gutes Zeichen. Och, was war das denn? Es war kein Schuss übrigens. Das soll ein Pass sein. Aber der Pass ging wo ganz anders hin, als ich es wollte. Ja. Ja, du kommst nicht richtig raus, aber ich bin auch noch nicht so überzeugend. Aber solange die Defensive erstmal steht, ist das schon mal gut. Also ich auch ja. Das muss man ja erstmal, man muss erstmal kleine Brötchen backen. Und das klappt bis dann noch ganz gut. Oh, das klassische Foul. Was zu einer roten Karte führt, hast du gerade gemacht. Aber nichts passiert. Ich habe ja nur den Ball gespielt. Oh Mann, warum steht denn Ibisevic immer falsch? Das gibt's doch nicht. Bisher nicht. Ah. Ich dachte, es wäre abseits, aber irgendwann hat es aufgehoben. Aha. Okay, der ist schon so in Zweikämpfe rein. Traumtor.
Traumtor aus der Drehung. Und ich konnte nichts dagegen machen. Ich glaube, der Gulaschi hat ihn einfach nicht gesehen. Außerdem hat niemand damit gerechnet, dass ich den schieße. Also vollkommen ansatzlos. Und da steht es 1-0. Der Mittelstürmer, der Hertha aus Berlin, dem Stand. Hat aus dem Stand, genau, hat mal wieder getroffen und bringt seine Farben hier in Führung. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung. Kriegt er einfach den Ball direkt und zieht dann... Der wusste selber nicht, was er macht. Da. Kurz, nachdem er kurz Orban noch verladen hat, zieht er da irgendwie ab und kann den aber auch genau in den Winkel setzen. Das ist auch schon wieder krass. Wobei Gulaschi war da, aber nicht lang genug. Nee. Ja, dass der so in den Winkel geht, ist natürlich auch heftig. Also das passiert, glaube ich, auch einmal in 5 Jahren so ungefähr. Und das ist sein 14. Saison. Das nächste Traumtor von ihm. Ich habe ja erst vor 2 Spieltagen Verrückte mit ihm gemacht. Ah, mit ihm? Ja. Nach einer Ecke. Mhm. Ja, ich habe es gesehen, natürlich. Krass, was mit ihm jetzt gerade los. Oh, Keita. Hand. Ich persönlich hätte ja mit Keita geschossen, aber... Wie hast du dann jetzt geschossen? Kreuzberg. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja gut, Keita war halt ein bisschen viel geblockt alles. Und deswegen habe ich dann nochmal versucht, das ein bisschen zu lockern. Ja, verstehe ich. Aber an dem Moment vielleicht die falsche Entscheidung. Aber trotzdem, ich merke natürlich, du bist auch nicht abgemeldet. Oh, das gibt natürlich nochmal... Oh. Alter, wie kann... Ich hab doch... Ein Glück. Oh, Alter. Oh, Mann. Komplett alles gelenkt, ey. Oh, das wäre noch eine gute Freistoßposition geworden, auch zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kam dann ein Ticken zu spät. Aber Selke setzt den so komplett frei vom Tor. Nicht mehr Freistoß und auch keine gelbe Karte gibt. Und es geht einfach weiter. Na gut, aber ich war vorm Tor, das ist schon ein gutes Zeichen. Ja. Ja, ich lasse mich hier gerade jetzt ein bisschen. Oh. Bisschen ausspielen. Alter, schön kombiniert. Und da ist schon das 1-1. Ich war nicht hinterher. Cristiano Ronaldo ist auf dem Platz. Oh Gott. Habe ich mal wieder einen Jubel ausgepackt. Aber für so ein Ding kann man hier auch mal. Ja, ich bin nur hinterher und dann habe ich noch versucht, mit der Grätsche dazwischen zu gehen. Aber auch da war ich zu spät. Ja. Keine Ahnung, was da los war, aber gut verteidigt ist anders. Wenn man da Sabitzer so viel Platz lässt, ja, dann ist es vorbei. Vor allem, er ist der Stürmer eigentlich, ne? Und ja, der ist ja auch hinter meinen Stürmern. Ja. Steht er. Sein 5. Tor, wahrscheinlich alle die meisten gemacht bei Leipzig. 5 Stück? Ja, die haben insgesamt 23 oder so. Ja. Da kann es schon möglich sein. Na gut, Selke hat einen Doppelpack gemacht, aber... Ja, vielleicht hat er 2 Tore bisher, ne? Kann ja sein. Auf jeden Fall wird es jetzt hier wieder ein bisschen spannender, denn der Kleine muckt auf. Und Ibisevic. Den macht er normalerweise rein. Boah, was ist da denn passiert? Den hat er nicht richtig getroffen. Dann hat er sich mal schön durchgesetzt gegen Compaer. Die Innenverteidigung von Leipzig ist natürlich auch nicht zu verachten. Ja? Da ist ein Gestandener und ein etwas Jüngerer, die wir beide echt vor allem auch kopfballstark sind. Ja, Compaer vor allem. Ja, Orban aber so ein Tier, ey. Muss man auch mal sagen. Und Selke hat sich sehr weit, beide Stürmer lassen sich sehr weit zurückfallen. Ja. Um hier überhaupt Bälle zu bekommen. Ja, oh, come on, echt jetzt. Börner. Schon wieder gesammelt. Was ist denn hier los, ey? Haben come die Leipziger on. Wieder Geld ausgegeben? Echt jetzt? Leipzig führt, Leute. Es ist echt. Das echt Wunder jetzt? Steht hier. Hat er einfach reingeschoben. Oh Mann, ey. Das Wunder ist möglich. Ist machbar zurzeit. Boah. Jahrstein ist aber auch nicht richtig gerade hingegangen. Also hätte er auch halten können, ne? Ja, was ist jetzt hier los? Ich weiß es nicht. Wie viele Tore warst du denn jetzt, Armin? Achso, das weiß ich nicht. Hast du weggedrückt, ne? Das mag sein. Oh, der muss doch einschießen, damit wir es wissen. Wie reagiert das Hertha? Das ist natürlich auch die Frage. Wütend. Ja, denke ich mir auch. Aber sie haben halt immer Ibisevic von der drin. Oh, come on, echt und jetzt? Der ist gefährlich. Oh.
Das gibt's nicht. Sehr schön. Klostermann. Hertha ist im Spiel drin. Das ist mein bestes Spiel bisher mit Leipzig. Hertha oder Leipzig ist im Spiel drin? Ich meine Leipzig natürlich. Oh! Nein. Da hätte ich mehr draus machen können. Ja, und gleich ist schon die Halbzeit. Wir sind schon in der Verlängerung. Aber erstmal hat Kalou nochmal. Schöne Ballannahme. Und Plattenhardt. Was der ist denn? Linksfuß. Oh, come on, warum schießt er denn mit rechts? Ja, weil er halt so stand. Ich dachte auch gerade, Plattenhardt hat aber eigentlich einen guten Schuss. Ist nicht der mit den ganzen Standardtoren? Richtig. Och nee, echt jetzt. Und der war halt ganz knapp. Boah, war der an scheiße, der Ecke. Ey. So ein schöner Angriff. Der schöne Heber in den Lauf von... Und da ist die Halbzeit. Stocker, glaube ich, war das. Oh, schön auf Kalou. Und dann nichts draus geworden. Bitter. Ja, was ist mit der Hertha los? Ja, keine Ahnung. Die müssen jetzt gegen das Schlusslicht. Ja, die müssen jetzt gleich in der zweiten Hälfte nochmal gut zurückkommen. Das geht so ja nicht. 2:1 durch Werner und Sabitzer. Ibisevic hat davor die Tore gemacht. Also das Tor gemacht. Du hast schon richtig gesagt, die Tore. Wir haben einen Wechsel auf Seiten von Hertha BSC Berlin. Skillback geht raus und dafür kommt Lustenberger rein. Okay, bei mir geht Sabitzer raus. Einer der Torschütze und dafür kommt Poulsen jetzt. Poulsen! Auf dem Platz, der ist ja... Auch ein Stürmer. Auch relativ stark. Hat einen guten Schuss. Ist auch schnell übrigens. Das war schlecht. Oh. Das könnte für Schmitz noch die gelbe Karte zufolge. Nein! Oh. Beide waren frei, das gibt's doch nicht. Das ist richtig. Oh. Das ist echt scheiße. Der Selke kann keinen Ball annehmen, auch irgendwie. Das ist krass. So, Mitchell Weiser, was macht er? Legt sich den Ball vor und dann ist da niemand. Doch, einer von mir. Also niemand. Oh. Hat er es gesagt? Er hat es wirklich gesagt, ne? Ja. So, jetzt es steht ein ganzes Stück Arbeit ins Haus hier, im Hause Berlin. Uiuiuiuiui. Jetzt gibt's Risiko. Aber Plattenhardt ist am Start. Ey, Kloster, man kann... Nee, überhaupt keine Geschwindigkeit haben. Oh. Mitchell Weiser? Da ist Mitchell Weiser mit dem 2:2. Es ist alles wieder offen. Das Momentum ist auf Seiten von Hertha BSC, die wieder viel Druck gemacht haben. Ja, und ich wollte nichts machen. Erstmal war die Ibisevic komplett falsch mit dem Kopfball. Aber die Kopfballabwehr war nicht gut genug. Und da kann er voll in den Winkel abziehen. In den Winkel hat gerade vorhin auch schon Sabitzer getroffen. Ja. Ja. So, es steht 2:2. 2:2. Jetzt Adala muss ich wieder zufrieden. Ja, ich würde sagen, ich muss auch noch ein Tor machen. Oh, die Tour von Mitchell Weiser. Doch, so viel. Ja, dafür, dass er rechts Mittelfeld ist, ist okay, ne? Naja, aber er spielt halt sehr oft eigentlich in jedem Spiel. Ja. Aber wer war das? Sabitzer als Stürmer hat auch nur 5. Ja, bei dir spielt er aber. Das hat jetzt doch auch schon. Es ist jetzt nicht so, dass er nie spielt. So, wie dem auch sei, wir haben hier jetzt einen Spielstand zu verteidigen. Eieiei, Selke, Mann. Die Flanke war richtig nice. Ja, das stimmt. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt. Ich habe schon kurz ein bisschen geschlottert. Aber hat er nicht gebracht, ne? Ja, alle gehen weg von ihm. Och, großartig. Mann. Und trotzdem schießt ich den noch so schlecht. Zum Glück hast du ihn echt ziemlich verkackt. Da war nämlich wirklich niemand mehr dran. Nee. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. So, noch eine halbe Stunde hier im Spiel und... Das ist die Frage, was hier noch passiert. Ist auf jeden Fall giftig. Aber irgendwie kommen wir gerade auf keinen grünen Zweig. Oh, oh, oh. Mhm.
Boah, das war knapp. Geplant. Das nächste Spiel von der Hertha ist in Darmstadt. Und Darmstadt ist echt stark zurzeit. Nicht nur in echt, sondern auch bei uns hier. Was ist denn heute los mit den Schüssen, ey? Kriege ja gar nichts hin. Ja, die Küche sind echt komisch, das stimmt. Vielleicht hast du irgendwas in der Steuerung umgestellt. Nee. Nee, ich glaube auch nicht. Eigentlich nicht. Hast du eigentlich nochmal eine gelbe Karte bekommen? Nee, bisher nicht. Aber du kriegst jetzt eine. Toll. Toll. Pekarik, glaube ich, ne? Ja. Peter Pekarik. Ach, heißt der Peter mit Vornamen? Der heißt Peter mit Vornamen. Ja. Ja, aber also auch das, viel brutaler als meins. Humor ist voll am Kopf gefallen. Der Forstberg ist auf den Kopf gefallen. Ja. Naja, so ist es halt, ne? So, das war ein Ballverlust, der ist nicht so gut gewesen, ja. So, na, da stehen wir wieder hinten bei Weiser. Das ist gut. Weiser rennt. Oh, und dann konnte er nicht mehr. Super. Und jetzt kommt Cater gegen Klostermann. Ich meine, gegen Pekarik. Pekarik muss schon aufpassen. Ja. Hat schon gelb. Ja. Aber jetzt kommt Brooks. Ach nee, Mann. Ich hab doch... Ach komm. Was war das denn? Was war das denn für ein schwacher Pass, Peter? Ja, das so sehen dafür meine Schüsse aus. Aber sei froh, dass es bei dir nur der Pass ist. Oh, was sehen wir denn im nächsten Spiel? Absolutes Topspiel. Oh, ich muss doch mit Werner ein Tor machen, damit ich weiß, wie viele Tore er hat. Ich war so nah dran. Ja, Leipzig. Ich muss gleich mal wechseln, ey, Alter, genau, richtig. Absolutes Topspiel Leipzig gegen Bayern. Also in echt jedenfalls, hier bei uns, ja. Ja, Bayern ist so nicht mehr bei uns Erster. Alter, was kommt denn hier gerade nicht mehr zusammen alles? Hey, oh, echt jetzt? Ich gut pressen gerade. Ja, ich aber auch. Alter. Oh, lol. Das war Ugand, ich wollte ganz anders hin. Komm, das ist deiner. Oh, Mann, ich will nochmal wechseln, ey. Das ist schon 80. Minute. Ja, ja, ich kannst du gleich machen, mach mal ein Tor. Ui. Oh, Ibisevic rennt noch hin. Der kann vielleicht nicht mehr? Das gibt's doch nicht. Da gibt es also jetzt hier noch ein paar Wechsel. Top-Wechsel. Auf deiner Seite erstmal. Bei mir geht Mitchell Weiser und bei Stocker gehen raus. Dafür kommen Carducci und Ronny. Oh. Wegen Freistöße oder wie? Mal gucken, wegen irgendwas vielleicht. Aber vielleicht kriegt er nochmal einen Distanzschuss. Ne? Okay. Bei mir geht Selke und Orban. Orban, genau, runter. Und dafür kommt Vulkan und... Vulkan? Ich glaube, das ist Nukan, oder? Nukan meine ich. Nulkan. So. Nulkan? Ne, dann weiß ich ja jetzt, was passiert. Ein Gegentor für dich, weil du Null hinten. Und Bruno kommt ran. Bruno Mars? Fast, ja. Da ist Pause. Da ist Pause. Ich wollte... Also, nein! Also mit deinen Schüssen kannst du echt noch ein bisschen arbeiten, ne? Also nicht an, miteinander. Naja, der war eigentlich nicht so schlecht, ja. Aber ging ja halt trotzdem vorbei, ne? Ja, das stimmt. Aber ich habe ja noch vielleicht eine Möglichkeit noch. Oh, da ist Haraguchi, der Frische. Der Frische Mario. Oh Gott, bin ich schlecht, ey. Das gibt's nicht. Was hast du jetzt gesagt? Das hätte ich nie machen dürfen. So, Kaiser kann noch relativ. Oh, Alter! Auf den Mann, ey! Warum wusste ich nicht, dass du genau dahin spielst? Natürlich, weil das der einzig frische Spieler war. Und ich konnte es nicht verhindern. Nein, du hast noch zweimal gewechselt. Oh, da Hand. Vielleicht Hand dabei, ne? Ronny! Ronny mit dem 3:2! Wie bei mir auch immer. In der Nachspielzeit. Ist der nicht Linksfuß eigentlich? Ja. Hat er auch. Dann mit rechts geschossen. Mit rechts geschossen. Da war schon wieder eine schlechte Kopfballabwehr und dann geht Kalu schnell rüber und dann geht der Ball irgendwie rein. Ey, nee, jetzt verliere ich dieses Spiel, das darf nicht wahr sein. Ja, nach den ersten paar Minuten dachte ich, ist es berechtigt, aber ja, irgendwann hast du schon noch ziemlich aufgedreht. Jetzt steht es hier 3:2 in vielleicht einer der letzten Aktionen. Das war die letzte Aktion. Gibt's hier
das Tor von Ronny Gess auch schon sein viertes Tor macht. Ja, die Mittelfeldspieler sind hier auch recht effektiv. Und mit, ja, die Stürmer müssen sich heute bei den Mittelfeldspielern bedanken. Oh, Ronny. Oh. Oh, ich habe schon längst abgegeben. Oh Gott. Warum? Ich habe die falsche Taste gedrückt, ich will mich flachsen. Och nee, das wäre das Tor gewesen. Oh, ich habe gerade ein bisschen Herzflattern bekommen, muss ich sagen, nachdem ich... Wie Pausen da stand einfach. Ja, ich wollte noch mit dem Ball weg. Ich weiß, ja. Ich kam gerade so... Und Pausen hat einfach den Fuß drauf gehalten auf dem Ball. Oh Mann, ey. Ich wollte den Ball gerade noch so wegrätschen. Oh, das ist eine bittere Niederlage für RB Leipzig. Ja, ich hätte es auch... Das hätte auch anders ausgehen können. Das stimmt. Aber alles in allem hatte ich schon auch viele gefährliche Situationen, sagen wir es so. Ja. Aber es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, alles in allem schon. Ja. Ja. Nach dem 2:1 dachte ich, oh, aber dann kam Mitchell Weiser und dann kam irgendwann noch Ronny in der 90. Spielminute. Boom, was ein Knaller. Ja, 5-Tore-Spiel und ja, was denkt ihr, wie geht es denn echt aus? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich denke persönlich, es wird ein... Ein 1:1. Ich denke, es wird ein 2:1 für Leipzig. Hertha ist aber zu Hause gut. Ja. Na ja, gut. Also, schreibt wie gesagt mal eure Tipps in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen hoch lassen, einen Kanal noch abonnieren. Außerdem euch hier noch die Playlist reinziehen, die ich verlinkt habe. Karriere und Preview. Und dann würde ich auch schon sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Und bis dahin. Hat der Armin hier das letzte Wort? Hade.